Hallo, meine lieben Kreativlinge. Meine Kleine schläft zwar noch mehr oder minder, aber ich muss jetzt trotzdem mal weitermachen. Es wartet noch so viel Arbeit auf mich. Weiter geht's mit Tag 2, denke ich mal. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau mache. Mit meinen Grunge-Hintergründen. Diesmal wird das so. Ist auch wieder ganz einfach. Ich habe mir schon mal alles zugebaut hier. Schlimm. Anfangen tue ich mit Musterzieht. Mache ich mir auch wieder. Ja, das ist schon wieder fast leer. Ich habe viel mit dem Gelb hier gearbeitet. So, und dann mache ich hier so. Oder versuche ich zumindest so ein. Ja, perfekt. So. Da wollte ich das. In der Zwischenzeit mache ich das sauber. Dann nehme ich ja mal Seedless Preserve. Und jetzt muss man eigentlich warten, bis es trocken ist. Ich will jetzt nicht filmen. Föhnen meine ich. Aber wie gesagt, sie schläft noch mehr oder minder. Aber gut, es trocknet relativ schnell. Und damit mache ich dann quasi den Rest. Ah, noch ein bisschen. Ja, das könnt ihr immer machen, wie es euch gefällt, wie es euch beliebt. Es ist ein bescheuertes Wort. Ich weiß nicht, wieso mir das gerade in den Sinn kam. So. Ich sag euch, jetzt schaut's aus, ne? Jetzt muss ich auch warten, leider, bis es trocken ist. Bis dahin werde ich, denke ich mal, erst auf Pause drücken und warten, bis einmal getrocknet ist. So, jetzt ist soweit getrocknet. Jetzt nehme ich mir so ein Karo-Muster-Stencil, keine Ahnung. Und dann die Farbe Wilded Violet. Und mache hier mir so ein paar Karo-Muster rein. Einmal hier oben und einmal hier unten im Eck. So. Und dann habe ich hier noch so ein Sternenstencil. Da mache ich mir so ein bisschen hier so ein paar Sternchen rein. So. Weg. Das kann ich dann sauber machen. Und dann tue ich mir mal vorbereiten, weil wir tun jetzt gleich farbig embossen. Und zwar mit Musterzieht. Und dann habe ich hier so einen Sternenhintergrund. Jetzt habe ich gerade eine Fliege in meinem Haar, die mich nervt. Oh, kennt ihr das? Ich habe die gekauft gehabt, das ist schon ein Stück her. Und die war so komisch, ganz, ganz merkwürdig. Man sieht es vielleicht noch, ne? Es ist so richtig irgendwie bäh. Oh, das ist aber keine Ahnung. Gestempelt hat sie gut, Farbe hat sie auch gut abgegeben. Von dem her habe ich sie dann nicht zurückgeschickt. Weil man kann die ja dann zum Händler, wo man sie gekauft hat, zurückschicken und bekommt Ersatz. So, ich habe einmal gelb gestempelt und dann gehe ich mit klarem Embossing-Pulver drüber. Ja, da muss ich glaube ich nochmal drüber. Das hat diesmal nicht so gut funktioniert. Aber gut. Na, jetzt hat es schon besser funktioniert. Man sieht es vielleicht ein bisschen. Die werden jetzt gleich geföhnt. Jetzt muss ich föhnen. Wohl oder übel, bleibt mir nichts anderes übrig.
So, dann kommen die nämlich auch noch mal ein bisschen deutlicher raus. Dann sieht man die nämlich viel mehr, auch wenn es im selben Ton gestempelt ist. Und im Endeffekt war es das eigentlich schon. Ich mache jetzt nur meinen Stempel schnell sauber. Und dann kann ich die nämlich auch alle wegräumen. Und ja, ich habe hier für lila gewählt, für den Hintergrund. Wo ist mein Stempelkissen? Mein Stempel-Dingenskönigin. Acrylblock, jetzt habe ich es. Wortfindungsstörungen. Ist ja nichts Neues mittlerweile bei mir. So, zack, zack. Na. Eigentlich wollte ich ja immer das doppelseitige Klebeband mit meiner Dings da mit meinem Piekse-Ding abmachen, aber ich denke da eigentlich immer nie dran. Kommt noch mein Toter drauf, mein Sensenmann. Ich habe echt lange überlegt, ob ich die Stempel kaufe, weil ja, ne? Man hat ja eigentlich schon und das haben ja schon so viele die Stempel, aber es ging einfach nicht. Ich musste den haben. So, und dann mache ich hier oben an der Sense, mache ich noch einmal von hinten ein bisschen Flüssigkleber drauf. Ich habe nämlich Angst, dass man die sonst abreißt. Weil das macht jetzt nichts, wenn die jetzt nicht ganz, also 3D ist, aber mir ist es lieber, bevor ich die dann irgendwie abreiße oder so. Weil das wäre ärgerlich. Ja, und dann ist ein weiterer, ja, zwei Farben im Endeffekt Grunge-Hintergrund entstanden. Das war's. Ich werde die jetzt beschriften. Ich sehe schon, die anderen sind auch schon fertig. Ich räume jetzt auf, dann drehe ich den nächsten Teil. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.